Schuld und Schulden, die Griechen, die Deutschen und das Geld. Millionengeschäft, die Spekulation mit den Stradivaris. Soundtüftler, die Band Gods aus Österreich. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Es ist ein realer Thriller, wie man ihn nicht sehen will, und der spielt aktuell in Griechenland. Noch vor zwei Wochen hat Europa aufgeatmet, doch jetzt flammt der Schuldenstreit erneut auf. Die Situation ist dramatisch. Die Griechen stehen mit fast 7 Milliarden Euro in der Kreide. Der griechische Verteidigungsminister Kamenos drohte nun, Athen werde islamistischen Flüchtlingen Papiere aushändigen und sie nach Berlin ausreißen lassen. Diese Drohung sorgte für große Empörung. So lassen sich Probleme natürlich nicht lösen. Während die Finanzminister heute in Brüssel zum wiederholten Mal über den Fall diskutierten, ist es vielleicht an der Zeit, mal die Perspektive zu wechseln. Und da fragt sich, sehen die Deutschen doch etwas falsch? Vielleicht schulden sie den Griechen Geld und nicht umgekehrt. Es gibt da aus der Geschichte durchaus offene Rechnungen, wie Martina Morawitz und Ulrich Stoll zeigen. 10. Juni 1944. SS-Männer ziehen mordend durch die griechische Ortschaft Distomo. Vergeltung für die Tötung von drei deutschen Soldaten durch Partisanen. Die SS metzelt 218 Männer, Frauen und Kinder nieder. Argyris Sunturis war 4 Jahre alt, als er Zeuge der Ermordung seiner Eltern und Verwandten wurde. Es sind Frauen vergewaltigt worden, es sind Säuglinge mit dem Bajonett aufgeschlitzt worden. Also es ist, ich kann das wirklich nicht erzählen. Alles, was für mich Welt war, war verbrannt und getötet. Und ich wollte eigentlich selber auch gar nicht mehr sein. Sunturis verklagte Deutschland im Namen der Opfer auf Schadensersatz und verlor vor deutschen Gerichten. Die Täter wurden nie angeklagt. Was eine offene Frage bleibt, ist, ob Deutschland diesen Eindruck hinterlassen will in der Geschichte, dass ein Land ist, das Kriege führt, mordet, niederbrennt und nicht bewusst ist, dass sie da eine Schuld auf sich geladen hat, die auf irgendeine Art, auch auf materielle Art, beglichen werden muss. Nach dem Krieg sollte Deutschland für seine Verbrechen zahlen. Doch beim Londoner Schuldenabkommen 1953 schonten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Deutschland, gewährten Zahlungsaufschub für die Kriegsschulden bis zu einem Friedensvertrag. Ohne eine Stundung der Schulden wäre Deutschland damals pleite gewesen. Und dieses Wirtschaftswunder verdankt die Bundesrepublik eben nicht zuletzt auch den Menschen in Griechenland, die auf ihre Forderungen damals nicht verzichtet haben, aber auf einen Teil und den Rest gestundet haben. So, bis zu dem Zeitpunkt, wo Deutschland sich ökonomisch erholt haben sollte und dann in der Lage sein sollte, auch diese Schulden zu bezahlen. September 1990, der 2+4-Vertrag besiegelt die deutsche Wiedervereinigung. Jetzt wäre die Entschädigung fällig gewesen. Anstelle sich als ein demütiger Schuldner zu präsentieren, der sich seiner Verantwortung bewusst ist und nun in Verhandlungen mit den Gläubigern eintritt, wird hier taktiert und getrickst, im Grunde in zynischer Weise ein Verhalten an den Tag gelegt, das eines Rechtsstaats unwürdig ist. Markus Meckel war damals als Außenminister der DDR dabei und beklagt, dass Deutschland sich vor der Entschädigung Griechenlands gedrückt hat. Ja, wir als Deutsche haben uns an vielen dieser Stellen weggedrückt, auch gegenüber Griechenland. Es ist sehr spät, aber nicht zu spät, dass man hier für eine vernünftige humanitäre Lösung schafft, indem man einen Fonds schafft und die Opfer entschädigt. Ich halte das auch heute noch für eine moralische Pflicht. Von einer solchen moralischen Pflicht will die heutige Bundesregierung nichts wissen. Die Entschädigung sei verjährt. Hier ist zunächst einmal festzuhalten, dass bald 70 Jahre nach Kriegsende die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren hat. Dabei fordern griechische Regierungen seit Jahrzehnten immer wieder erfolglos Entschädigung für die NS-Gräueltaten. So heißt es in der Verbalnote der griechischen Regierung an die Bundesregierung vom 10. November 1995,
Griechenland hat nicht auf seine Ansprüche auf Entschädigungen und Reparationen verzichtet und forderte damals Verhandlungen, doch alle Bundesregierungen lehnten ab. Deshalb kam die Bundesrepublik auch für die Schäden, die die Nazis als Besatzungsmacht anrichteten, bis heute nicht auf. Die deutschen Besatzer plünderten die Staatsfinanzen, konfiszierten Lebensmittel. In Griechenland brach eine Hungersnot aus. Hunderttausende starben. Und noch mehr. Die griechische Staatsbank musste den Deutschen die Besatzungskosten zahlen, auch in Form einer Zwangsanleihe. Geld, von dem das Nazi-Regime einen Bruchteil zurückzahlte. Der Wuppertaler Anwalt Anestes Nessu hat in seiner Doktorarbeit die Summe ermittelt, die Nazi-Deutschland nach eigenen Angaben Griechenland zum Kriegsende schuldete. Also ich habe im Archiv des Auswärtigen Amtes eine Unterlage gefunden, wonach die deutsche Besatzungsbehörde in Griechenland eine Rechnung aufgemacht hat zum Oktober 1944. Und da wird die deutsche Besatzungskostenschuld mit 786,5 Millionen Reichsmark zum damaligen Stand beziffert. Die Besatzungskosten von 786,5 Millionen Reichsmark wären nach einem gängigen Umrechnungskurs heute 3,5 Milliarden Euro wert. Eine Schuld, die selbst Nazi-Deutschland anerkannt hat. In den Unterlagen der deutschen Besatzungsbehörden finden sich Kontenaufstellungen, aus denen hervorgeht, dass das Deutsche Reich zu dem damaligen Zeitpunkt Tilgungsleistungen erbracht hat. Und da kann man durchaus davon sprechen, dass die deutsche Seite ihre Schuld aus dieser Anleihe oder diesem Darlehensvertrag absolut anerkannt hat, was durch die Tilgungsleistungen dann auch dokumentiert worden ist. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellt in einem Gutachten fest, dass die Griechen Recht auf Rückzahlung der Zwangsanleihe haben. Grundsätzlich wäre es für Griechenland völkerrechtlich zulässig, Ansprüche gegenüber Deutschland wegen der Zwangsanleihe von 1942 im Rahmen eines Verfahrens vor deutschen Gerichten zu erheben. Die Bundesregierung streitet die Ansprüche ab. Ich halte weiterhin fest, dass es keine Forderung seitens der griechischen Regierung bezogen auf diese Zwangsanleihe gibt. Das ist falsch. Denn seit Jahrzehnten fordert Griechenland die Zwangsanleihe zurück, ganz deutlich in der Verbalnote 1995. Griechenland hat auf verschiedenen Ebenen seinen Anspruch auf Begleichung der Schuld erhoben, die wegen der Bank von Griechenland auferlegten Zahlungsverpflichtungen entstand. Auch die neue griechische Regierung beharrt auf der Forderung. Doch die Bundesregierung sagt, die Zwangsanleihe sei wie alle Reparationsforderungen erledigt. Ja, die Bundesregierung argumentiert doppelt falsch. Also erstens ist die Reparationsfrage mit 2 plus 4 nicht erledigt und zweitens ist die Zwangsanleihe keine Reparation, sondern ein völkervertraglicher Anspruch, um den es hier geht. Berechtigte Ansprüche des griechischen Staates und der Opfer. Doch Deutschland bleibt hart, auch wenn seine Repräsentanten immer wieder die Nazi-Gräuel öffentlich bedauern. Zu einer Zahlung ist Deutschland nicht bereit. Für das offizielle Deutschland existieren wir nicht. Es hat für das offizielle Deutschland keine Kriegsopfer gegeben, es hat keine Kriegsschäden gegeben. Für sie ist das alles erledigt. Alle Bundesregierungen waren eher bereit, die Überlebenden der NS-Verbrechen zu demütigen, als fällige Entschädigungen zu zahlen.